Okay, und weiter geht's. Wir können ja einmal einen Blick werfen auf das Trainingsgelände. Übungsteam. Stelle Teams einer gewünschten Komposition zusammen, aber denke daran, dass jeder Charakter pro Tag nur einen Übungskampf bestreiten kann. Verwendete Gegenstände werden dauerhaft verbraucht, allerdings werden Gesundheits- und Hingabeveränderungen von Charakteren am Kampf, Ende des Kampfes zurückgesetzt. Okay, also wir können sie nicht zum zum Trainieren benutzen. Im Sinne von ihre Werte verbessern. Ah, ist halt natürlich kein Sterntyp, ist ja klar. Auch wenn er ein Level 3 ist. Giftangriff. ...45% des Schadens, den Verbündete erleiden. Hm. 17 bis 25 Schaden an sich selbst. Das ist halt völliger Bullshit. Heilung in 2 Plätze zurückbewegen. Ist halt wieder scheiße aus. Er steht eh schon hinten. Was er könnte. Weil das kann er von hinten machen. 15 Schaden an sich selbst und die eigene Hingabe verringern ist ein ganz dummer Skill. Heilt 55% allen Schadens, den der Zielverbündete durch den Gegner erleidet. Was er auch hinten machen kann. Also es ist jemand, der eher hinten stehen sollte. Da brauche ich halt so Flaschen wieder. Schon mal mindestens 2. Ach, für Level 2 von dem Ding brauche ich auch nochmal wieder eine. Hm. Brauche ich nochmal 4 Flaschen. Das ist allerdings schwierig ohne Geld. Dann geht das erstmal nicht. Okay, wir könnten ihm Gadgets geben. Was haben wir denn da? Verringert die täglichen Nahrungskosten um 1. Ist eigentlich egal, wer das hat. Das könnte auch genauso gut er kriegen. 5% mehr EP. Ich glaube nicht, dass ich den im Kampf einsetzen werde. Ja, Yefim oder Dimitri werde ich wahrscheinlich einsetzen im Kampf. Wobei natürlich die EP auch in der Vorstellung bekommt und da wäre der Fakir natürlich auch dabei. Okay, wir haben wieder irgendeinen Sammelgegenstand. Saatkrähe. Die Folklore lehrt uns, dass Saatkrähen die Seelen tugendhafter gern Himmel geleiten. Leider haben sie in letzter Zeit schrecklich viel zu tun. Mhm. Okay, schauen wir mal. Hauptevent. Schlange oder Entfesselung? Schlange haben wir nicht, also müssen wir Entfesselung nehmen. Das wäre dann Deborah. Sanjay können wir gar nicht nehmen in dem Szenario. Das heißt, wir haben eigentlich nichts gewonnen. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Wir brauchen einen Kraftprotz, der nichts gegen Entfesselung hat. Also wäre Wladimir schon mal raus. Dimitri könnte man nehmen im Finale. Dann braucht man einen Unterstützungsakt, der nichts gegen Entfesselung hat. Das kann nur einer der Sternleute machen.
Benny hat was gegen Feuer, das ist halt blöd. Ein Kraftprotz haben wir schon. Er hat was gegen Entfesselung, das heißt, eigentlich können wir nur Ash nehmen. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich Chauncey nehmen. Und dann müssten wir hier einen doppeln. Reicht's aber von den Werten nicht. Binta nehmen reicht's auch nicht. So, wir können natürlich noch Benny nehmen. Dann reicht's aber auch nicht. Und mit Wladimir wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir Benny da oben reinnehmen, haben wir noch eine grüne Verbindung. Wir haben nur ein Problem mit Ash. Wir könnten, aber mit Chauncey haben wir halt wieder das Problem, dass wir nicht genug Amazement haben. Für die Show habe ich noch nicht die geeigneten Leute, leider. Machen wir mal die Horrorshow. Okay, also ein Clown oder ein Kraftprotz? Nur 29. Da wäre Wladimir besser. Ja, die anderen können es nicht machen. Okay, dann bräuchten wir eine Feuershow, das müsste dann Ash machen, aber nicht da. Sondern da. Sanjay kann leider nicht den Unterstützungsakt machen, auch wenn das gut kombinierbar wäre mit Ash. Ein Kraftprotz haben wir schon, also wäre Deborah... Chauncey oben reinsetzen. Und dann bräuchten wir irgendwen. Der mit Clowns kombiniert. Boah, da fehlt mir ein bisschen was für so einen Hingabestern, ne? Verdammt. Winter und Ludlow, die haben wir halt schon. Kraftprotz haben wir auch schon. Wenn wir Deborah nehmen, haben wir eine negative Kopplung. Ja, dann müssen wir doch bei denen bleiben. Wir haben nur 6 Sterne. Nehmen wir am besten 2 hier. Don't forget to buy some popcorn! Weil die kleineren Shows wahrscheinlich auch wieder blöd sind, weil sie halt... Ich hab so viel Geld vergeudet, ne, bei den Leuten. Shit, das regt mich jetzt echt auf. Das, da habe ich am Anfang echt verkackt, hier die richtigen Leute zu rekrutieren, gerade die Sternleute und so. Wobei das auch sehr irreführend war am Anfang, weil man die Sternleute am Anfang gar nicht benutzen konnte, bis dann irgendwann in Runde 3 oder so dann das erst freigeschaltet wurde.
Deswegen habe ich halt gedacht, die wären gar nicht so gut. Das ist vom Tutorial her halt ziemlich blöd. Okay, Dimitri heilen macht nicht wirklich Sinn. Bind da auf jeden Fall. Deborah könnten wir eigentlich auch mal heilen. Dann das Übungszelt. ...60 XP, das ist mehr, als wir im Kampf gekriegt haben eben. Okay, ich brauche nicht zwei Kraftprotze. Der ist auf 100%. Dann trainieren wir den mal. Kraftprotz, Ludlow, Eugene und Sanjay. Dann habe ich auch nur die vier, dann kann ich gar nicht mehr trainieren. Weil, dann muss ich Dimitri dahin machen. Sanjay hatten wir ja gesagt. Muss nach hinten. Wobei der auch nach ganz hinten kann. Macht das bei Benny einen Unterschied, wo der ist? Auch nicht. Jedenfalls nicht bei den wichtigen Skills. Also kann Eugene auch dahin. Und dann kommt Ludlow auf die 2, weil der ist universell einsetzbar. So, was haben wir da? Münzwurfspiel. This should be fun. We simply slide our coin when it's our turn and try to land where values are highest. On the line gives us the highest score and coins can also be moved through slides on later turns. First of us to win 3 rounds wins it all. Ohlala. Wir treffen auf eine Bande Kinder auf der Straße ein Münzspiel spielen. Hey, ihr habt ein paar Münzen dabei und wollt ihr eine Runde spielen? Wenn ihr uns besiegt, kriegt ihr ein paar coole Gadgets, meint der Anführer der Gruppe. Regeln: Der Verlierer des Münzwurfs fängt an. Schiebe deine Münze in den Zielbereich. Nachdem beide Spieler ihre Münzen bewegt haben, werden die Punkte dieser Runde berechnet. Jede Münze ist so viel wert wie der größte Punktwert der von ihr berührten Bereiche. Der Spieler mit dem höchsten Punktwert erhält einen Punkt. Ich denke mal, dass die Länge des Pfeils die Stärke ist. Sehr schön. Nehmen wir einfach wieder Zahl. Okay. Das Problem ist, wir dürfen jetzt halt unsere Münze auch nicht rauskegeln oder so. Wobei, ich weiß nicht, ob das am Ende noch eine Rolle spielt, wer noch da ist. Ah, verdammt. Okay, wir sind immer noch in der 10. Sieg! Und nun muss sich entschieden werden. Fordern wir von den Jungs unseren Preis ein oder sollen sie ihn behalten zum Wohle der Reputation des Zirkus? Ein gewöhnlicher Herzanhänger. Erhöht die maximale Gesundheit des Besitzes um 21.
Oder Zirkusruhm. Maximale Gesundheit 21 ist schon geil. Das nehmen wir. Okay, nächster Kampf. Tag, keine besonderen Bedingungen. Das hören wir doch gern. Sanjay. 14 Schaden. 17 bis 25 Schaden an sich selbst. Nee, so ein Scheiß fang gar nicht erst an. Heilt. Hingabe verringert sich. Der Fakir ist ein scheiß Kämpfer, ey. Hingabe reduzieren kann ich jetzt nur über ein Klauen und über das Stampfen von dem anderen vielleicht. Die Hingabe um 5%. Das bringt mir auch nichts, wenn er in der nächsten Runde dann wieder 9 macht. Allerdings ist halt auch Hingabe bei jedem, ne? Ja, aber ohne die Feuertanten dabei. Also ich brauche definitiv nur einen Fakir im Team für die Shows. Weil den in den Kampf mitzunehmen ist scheiße, weil der kann gar nichts. Das heißt, ich werde ihn dann hier auch mal rausschmeißen und mir lieber einen so einen Stern-Fakir dann irgendwann mal besorgen. Aber dafür brauche ich ja doch erstmal wieder Geld. Die Hingabe von Dimitri verringert sich. Ist ja bescheuert. Dann lassen wir das mal. Gehen wir erstmal auf den mit weniger AP, damit wir den schneller ausgeschaltet kriegen. Ja, das ist alles scheiße, also bleiben wir mal hierbei. Das war der erste. Das ist eigentlich für ein kranker Steampunk-Brunnen da im Hintergrund. Das sieht ja mal sehr industriell aus. Dann machen wir hier nämlich einen physischen Angriff. Der ein bisschen mehr reinhaut. Show me real pain! Ja, 38 muss ich lieber ihn nehmen, sonst habe ich so viel Schaden vergeudet, weil der zweite hat gar nicht mehr so viel Leben. Da ist er weg. Dann nehmen wir wieder die Säge. Thank you for volunteering.
schalten wir den aus. Und er flieht. Okay. Absolut elektrisierend. Zirkus Elektrik versetzt alle ins Staunen. 5 von 7. Na, das ist doch schön. Obwohl es so ein altes Showkonzept war, ne? Werden wir tatsächlich von Zirkusleuten beschützt? In der Tat, werdet ihr. Das ist unsere Rohstoffbilanz. Gut. Das mit der Cola muss ich mal ausprobieren, ob er die permanent erhöht oder temporär. Also nur für den Kampf. 37 Geld, das ist halt auch sehr wenig. Okay. Dann schauen wir mal. Die Matinee könnten wir wieder machen. Aber hierfür reicht es halt leider noch nicht, ne? Also machen wir mal die Matinee. Wir brauchen den Eröffnungsakt. Entfesselung, das könnte Deborah machen. Oder ein Illusionist. Schauen wir mal. Hier hätten wir 36, 42. Da hätten wir 46. Und da hätten wir definitiv keine 46. Also nehmen wir mal Benny hier rein. Der gibt uns hier mit der Verdopplung die besten Werte. So, dann bräuchten wir einen Unterstützungsakt, einen Krafttyp. Da wäre Wladimir gut, weil dann könnten wir nämlich mit Ash auch weitermachen. Oder mit dem Fakir. Aber wir brauchen hier einen Krafttyp. Und mit dem Pfeil nach unten können wir nur Wladimir nehmen. Oder wir bräuchten einen, der von seiner Seite mit Magician gut kann. Können wir aber auch nicht. Okay, also müssen wir da Wladimir reinhauen. Dann könnten wir Ash nehmen als Hauptevent. Winter kann es leider nicht machen. Und da wäre jetzt ein Fakir gut, aber leider haben wir nur Sanjay mit seinem Scheißpfeil nach oben. Oder irgendwen, der zumindest mit Feuer gut kombinierbar ist. Da haben wir aber auch niemanden. Dimitri, aber dann hätten wir wieder eine Doppelung, aber der hat auch keine Feuerkopplung. Er könnte es machen, hat aber auch keine. Sind wir bei 29 und bei ihr sind wir bei über 30 zumindest. Also macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir hier Deborah nehmen. Uns leider ein Stern, aber Ladies sollte and ja auch trotzdem ganz gut werden, hoffentlich. Okay, Binta müsste noch weiter heilen. Leider habe ich wieder keinen Feuerkämpfer. Könnte weiter trainieren eigentlich.
Oder besser nicht, weil dann kann ich nämlich lieber die zwei Kraftprotze in Kampf nehmen, zusammen mit Chauncey und Ludlow. Da muss ich Sanjay loswerden. Ich brauche einen Fakir. Ihn hier zum Beispiel. Der wäre super. Sparsch. Den muss ich mir holen, aber das kann ich die Runde noch nicht. Also müssen wir wieder in die Stadt. Okay, dann nehmen wir Yefim nach hinten. Dimitri nach vorn und dann nehmen wir Eugene. Oh, warte mal. Ja, Ludlow ist der, der mehrfach heilt. Okay. Chauncey hätte ich auch noch gehabt. Wenn ich Eugene nach ganz hinten packe und Chauncey dahin. Könnte ich Yefim weiter trainieren lassen. Was auch nicht verkehrt ist. Sanjay trainieren macht keinen Sinn, weil den will ich eh rausschmeißen, sobald ich einen Slot brauche. Genau, dann probieren wir es mal so. Zirkusenthusiasten. The best choice to please the audience this time. 10 im Amazement. Wir haben höchstens 0 oder 2. Als 8 reicht aber nicht. Dimitri hat bessere Werte beim Ball, also nehmen wir mal Eugene. Und dann ist eigentlich auch egal, was wir hier erdrehen. We won. But do we think we can do it again? Erhöht die Resistenz des Besitzers gegen mentale Effekte. Oh, ich hatte das Gadget gar nicht ausgerüstet, fällt mir gerade auf. Erhöht die Resistenz des Besitzers gegen mentale Effekte. Ist jetzt nicht so wichtig, aber der nächste wäre schon gut. Ach du Scheiße, Trommel 9. Das mit dem Timing muss ich noch ein bisschen üben da. Okay, dann nehmen wir mal direkt die Säge. Ja, die hat auch die meiste Hingabe. The best tricks hurt. Don't it make you smile? Hingabe verringern um 9. Das können wir mal bei ihm anfangen. No. Feels good, don't it? Nochmal Hingabe. Hingabe um 5. Ah, shit, 7 hat er noch. Okay. Das verringert Dimitris Hingabe. Das ist eigentlich ein Scheißangriff. Fällt mir gerade so auf. Dass ich den früher so benutzt habe, war wahrscheinlich auch gar nicht so gut.
35, das reicht. Wenn man trifft, wenn man nicht trifft, reicht es nicht. Da ist modifiziert, dass er nicht mehr trifft, oder wie? 9% Hingabe, dann haben wir den los. Sind wir den losgeworden, so wollte ich sagen. Hingabe 7, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Oder 22 Schaden. Okay. Wieder einer weniger. ...45 ist schon ganz gut. Ist der Mace mit Meter, fängt auch immer bei 0 an in jedem Kampf, oder kann man das übertragen? The crowd loves this one. Alles hart auf den physischen Angriff. I don't like you. Öffnet einen bereits abgeschlossenen Stadtteil erneut. Ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil ich die fertig habe. Es sei denn, ich kann da noch einen anderen Weg gehen, oder was genau bedeutet das? Eloy Edwards wants to turn the circus mechanique into a bloody mechanical zoo. Read all about it. Mechanische Tiere sollen im Zirkus Mechanik für Staunen sorgen. Wenige Tage vor der Raserei interviewte die Stimme Eli Edwards und befragte ihn zu seinem Leben und dem Zirkus Mechanik. Obwohl die Raserei den Zirkus zur vorübergehenden Schließung zwang, können wir ihnen einen optimistischen Blick in die Zukunft bieten, sobald die Wilden wieder bei Verstand sind. Obwohl Eli Edwards seinen Reichtum durch seine Steam-Produkte erlangte, ist es kein Geheimnis, wo seine wahre Leidenschaft liegt: im Zirkus Mechanik. 8 Jahre lang erhob ihn Edwards aus dem Untergrund des Zirkus Elektrik zum Zentrum der Unterhaltung, wie es die Welt zuvor nie gesehen hat. Mit der Einführung mechanischer Tiere in der nächsten Saison stellt der Show steht uns wohl eine der großartigsten Neuerungen bevor. Ich denke, dass jeder nun unseren riesigen mechanischen Skorpion Arachnus kennt, der die letzten 3 Jahre unser Publikum am Ende der Show ins Staunen versetzt hat, sagte Edwards. Stellen Sie sich noch mehr mechanische Tiere vor, die alle genauso beeindruckend sind und beträchtlich weniger schaurig und krabbelig. Bären, Hasen, sogar eine Kuh, führte er fort. Und Thane, es ist doch zu früh, um Ihnen mehr über ihn zu erzählen, aber warten Sie ab, bis Sie Thane sehen. Auf die Frage hin, ob dies die Antwort auf die sich damals abzeichnende Rückkehr des Zirkus Elektrik sei, blieb Edwards höflich. Mr. Masters und ich sind gute Freunde und ich wünsche ihm nur das Beste für seinen wiederbelebten Zirkus. Aber der Zirkus Mechanik ist bereits weitaus populärer, als es der Zirkus Elektrik jemals war, und das um Längen. Sehen Sie es mir nach, dass ich nun sehr direkt werde, denn alles andere wäre unfreundlich von mir. Randy blickt einer geschäftlich schwierigen Zeit entgegen, sobald die Welt Thane und seine Freunde sieht. Von Kenneth Clarkson. Absolut elektrisierend. Zirkus Elektrik versetzt alle ins Staunen. 5 von 7. Sehr schön. Zirkus-Schausteller bieten ordentliche Show bei Kampf gegen Wilde. Und wir haben einen Haufen Geld wieder eingenommen. Das ist sehr schön. Weil, das heißt, dass ich als erstes mir im Zug hier mal den Spa schol. Dreckiges Dutzend. Okay, okay, da haben jetzt auch hier Level-Ups. Okay, Sanjay. Der fliegt eh bei der nächstbesten Gelegenheit raus.
Yefim können wir hochleveln. Der ist wenigstens ein guter Kämpfer, wenn er auch sonst für die Shows nur begrenzt einsetzbar ist. Erhöht die Präzision. 5 mehr EP. Ja, das ist ja eigentlich ganz gut, wa? Als Kämpfer. Das heißt, wir erhöhen den physischen Angriff. Den hat er nur hinten. Den Hingabeangriff. Dann verringert sich seine eigene Hingabe. Ist halt scheiße. Falls er mal hinten steht, ist der nicht verkehrt. Den Elektroangriff können wir auch mal mitnehmen. Der Debuff. Das ist halt, falls er mal nach hinten gemoved wird gegen seinen Willen. Und das Ding können wir auch mal nehmen. Okay. Das wäre Yefim. Dann haben wir Dimitri, den haben wir auch öfter mal im Kampf dabei. Erhöht die Schadensverringerung. Resistenz gegen Raucheffekte. So, warte mal, erhöht die maximale. Das ist halt eher was für ihn, ne? Mal die Präzision raus, weil diesen Präzisionsangriffsding, das mache ich bei ihm ja dann eh nicht, weil ihn das. Binter. 10% mehr EP. Und kritische Trefferchance. Die ist halt super im Kampf, ne? Und Ludlow. Den nehmen wir auch mal als Kämpfer mit. Da können wir noch die Präzision reinpacken. Ansonsten haben wir hier nichts. Okay. Dimitri ist Level 3 und da sind auch alle Skills erhöht. Sie ist Level 3, aber sie hat einen noch nicht hier. Bewegt sich zur Front. Ist jetzt nicht so wichtig. Ludlow. Das ist halt auch nur, wenn er ganz vorne ist. Und Spott benutze ich bei ihm eigentlich auch nicht. Yefim haben wir gerade gemacht. Eugene. Level 3. Tausch den Platz mit einem beliebigen Verbündeten. Nee, das ist alles Quark. Benny ist auch Level 3, den haben wir schon. Wladimir Level 3 haben wir auch. Chauncey. Können wir mal hochleveln. Level 3, dann auf jeden Fall den Wasserangriff. Er steht meistens in der Mitte, den können wir eigentlich auch erhöhen. Den physischen Angriff auf jeden Fall. Giftangriff ist wieder nur vorne und die Heilung. Ja, für einen Notfall, falls wir doch mal heilen müssen. Vergelten hat er eigentlich nur, wenn er vorne ist.
Sind allerdings jetzt auch keine kritischen Ressourcen. Das ist allerdings schon eine kritische Ressource mit den Flaschen. Das lassen wir mal noch. Ash ist Level 3. Da haben wir auch alles. Deborah. Physischer Schaden auf jeden Fall. Boost. Ah, gut, ist jetzt nicht kritisch, die Ressourcen. Kettenwand. Ist gar nicht so verkehrt, aber wann steht sie schon mal vorne? Da habe ich einmal die Kraftprotze. Hingabe verringert, schiebt sich ein Platz vor. Ist halt nicht so geil, ehrlich gesagt. Gut, für einen Notfall kann man das mal machen, vielleicht. Falls man wirklich mal irgendwie das über die Hingabe braucht. Na gut, Flaschen haben wir ja jetzt. So viele Level-Ups machen wir nicht. Sanji level ich eh nicht. Pumpen wir sie einfach mal voll. Sanji fliegt eh bei der nächstbesten Gelegenheit raus. Ihn können wir mal noch nehmen, falls wir ihn doch mal in Kampf mitnehmen müssen. Müssen wir auf jeden Fall den Giftangriff mal auf Stand bringen. Ja, der Schadens... quasi der Tank. Die Heilung hat er schon. Reflektiert einen Zug lang 33% des erlittenen Schadens. Ist auch nicht verkehrt. Boostet Hingabe 3 Züge lang um 15%. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Boostet die Heilung und bewegt ihn nach hinten. Und nach hinten ist eigentlich nicht verkehrt. Okay, da haben wir sie mal gelevelt. Dann können wir mal einmal kurz schauen, ob es im Zug noch irgendwas gibt, was sich zu kaufen lohnt. Nope, keine Sternleute. Ich könnte mir aber mal einen neuen Satz holen. Jetzt, wo ich gerade ein bisschen Geld habe. Ja, dann kriegt natürlich direkt wieder nur so einen Scheiß. Oh, ich kann das Gebäude verbessern. Damit schalte ich die Schlangenbeschwörerin frei. Fuck, da hätte ich drauf achten sollen. Jetzt habe ich einen Refresh vergeudet. Okay, das bedeutet, Sanji ist raus. Und dafür hole ich mir eine Schlangenbeschwörerin. Leider aber keine mit keine Sternbeschwörerin verfügbar. 47. Das heißt, einmal können die noch refreshen. Was nehmen? Ich könnte Thala kaufen. Das ist immer ein Level 4. Damit könnte ich Binta ersetzen, weil Binta leider auch nur, ja, kein Stern ist und eine
Eine Sternfeuer ist nicht verkehrt. Andererseits wäre eine Schlangenbeschwörerin wichtiger. Wenn ich jetzt nochmal refreshe, könnte ich mir vielleicht noch eine Schlangenbeschwörerin kaufen. Zumindest eine Level 2 könnte ich kaufen. Oder eine Level 3. Ja, probieren wir das erstmal. Ist, glaube ich, wichtiger. Perfekt. Nura könnten wir nehmen. Ja, ist auch die einzige. Okay, dann nehmen wir Nura. Ich mag keine Illusionisten, aber irgendwas ist immer, ne? Okay. Ich habe wahrscheinlich auch die Skills am Anfang gar nicht so gelevelt, was ich schon längst hätte machen können. Jeder, der den Zielplatz einnimmt, erleidet 2 Züge lang Schaden. Ja gut. Das kostet mich halt auch nichts. Jeder, der Nura angreift, erleidet Schaden als Vergeltung. Auch nicht verkehrt. Aber jetzt noch nicht so der krasse Angreifer. Giftangriff. Ist aber auch jemand, der eher hinten steht. Hä? Chance von 50%, den Gegner zu zwingen, einen Zug lang einen anderen Gegner anzugreifen. Das ist ziemlich cool. Vor allem, wenn man das noch ein bisschen levelt. Verringert die Präzision von allen Gegnern einen Zug lang um 10%. Auch nicht verkehrt. Also ja, die ist im Kampf gar nicht mal unbedingt unnütz. Wenn sie auf 2 oder 3 steht, ist sie sogar gegen Gift immun. Das ist gar nicht verkehrt. Und immun gegen Fallen auf 3. Also eigentlich ist auf 3 dann ihr bester Platz. Okay, sehr schön. Können wir mit denen jetzt eine bessere Show aufziehen? Hier endlich mal unsere Sparkling Carnival Show. Hauptevent Schlangenbeschwörung. Wobei Deborah wahrscheinlich besser ist, weil das in der Verdopplung mehr bringt. 33, 42. Und bei ihr sind es halt nur 37. Das heißt, Deborah hat hier einen höheren Effekt. Aber das ist ja schon mal gut. Okay, sie mag Kraftprotze. Da könnten wir Dimitri ins Finale setzen vielleicht. Wladimir hat 24, 32, 41 und er hat 27, 37, 43. Ja, den können wir eigentlich nehmen ins Finale. Haben wir irgendwen, der Entfesselung mag? Nee, haben wir nicht. Wir könnten natürlich auch Wladimir auf die 3 setzen, statt Dimitri. Aber dann haben wir halt hier keine grüne Verbindung. Das bringt uns halt auch nichts. Könnten mit Binta beginnen, aber das ist vielleicht auch wieder blöd, weil sie eigentlich im Kampf gut ist. Wobei, das müsste Ash eigentlich auch sein. Ja, die hat eigentlich dasselbe. Binta hat 34, 43. Und Ash hat 38. Das heißt, Binta hat die höheren Werte hier. Dann mag sie einen Illusionisten. Da könnten wir Benny nehmen.
Das ist auch unser einziger Illusionist. Ne, Eugene haben wir noch. Das wären 36, 42. Und das ist auf jeden Fall mehr als 42. Da sitzen wir... Ach so, aber er mag kein Feuer. Ah, ich verstehe. Und dann könnte man da noch einen Clown dazwischen hängen, ja? Das wäre 21, 32, 39. Wenn ich mich gerade nicht verrechne. 39 gegen 38 bei Ludlow. Achso, aber er mag Deborah nicht. Oh, warte mal, wenn wir Ludlow hier reinsetzen. Und dann Binter. Achso, Binter ist gebunden. Okay, Eugene ist nicht gebunden an seine Position, aber... Okay, wenn wir Eugene da hinsetzen, das geht auch nicht. Okay, wenn wir Benny da hinsetzen statt Eugene. Welchen hatte ich jetzt? Ludlow oder Chauncey? Ludlow wahrscheinlich, sonst wäre Chauncey aus der Gang raus. 14, 28, 39 und Ludlow... Ach, Ludlow geht gar nicht. Okay, also Chauncey wäre... Ja, aber er mag halt... Oder wir müssten hier einen Fakir reinsetzen. Dann hat Benny ein Problem, aber... Ach ne, Eugene geht da nicht. Shit, 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 shit. Aber Nura können wir hier reinsetzen. Auch nicht. Oh, wir können Sparsch da oben reinsetzen. Das funktioniert. Weil er mag Feuer. Und wenn wir dann statt Nura, das sind 20, 34, 37. Wenn wir da Benny reinsetzen, das funktioniert nicht. Nee, schade. Eugene? Auch nicht. Chauncey? Auch nicht. Na gut, dann bleiben wir dabei. Dann nehmen wir hier Nura, dann haben wir zumindest Orange. Jetzt muss ich nochmal schauen. Beim Handwerker, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Hat er sich gemerkt? Ja, okay. Dann können wir hier nämlich zweimal Rauch reinpacken. Let the magic begin! Ja, ich setze jetzt mehr in die Weiterentwicklung des Zirkus, damit ich die anderen Typen von Artisten vielleicht eher freigeschaltet kriege, wobei das manchmal auch eher der Progress in der Stadt ist, wo das eine Rolle spielt. So, müssen wir irgendwen heilen. Der ist in der Show, das geht eh nicht. Benny. Ah, Benny ist ein Sterntyp, da lohnt sich die Heilung wenigstens. Ja, dann machen wir das mal. Wladimir eigentlich auch. Weil ich den eigentlich im Kampf brauche. Zumindest habe ich Ash dann wieder dabei. Im Kampf. Okay, Ash. Sollte ganz nach hinten. Und Eugene. Muss auf den vorletzten.
Dann haben wir leider nur noch die Clowns. Nee, stimmt gar nicht. Jeffy ist im Training. Den können wir hier nehmen. Und können dafür Chauncey ins Training schicken. Ja, so passt das nämlich. So wird ein Schuh draus. Steam HQ, finaler Kampf. Da ist es schon ganz gut, den Kraftprotz dabei zu haben, glaube ich. I've known Mr. Edwards all my life, but with one look at Steam Headquarters, I wonder if I ever knew him at all. Closed gates. Protection from the vicious? Or from curious reporters. I ask for an interview. Mr. Edwards is not available. I state my name. After a decade, it's nice to feel welcome. Even if it is only to sate his curiosity. You've come a long way since your circus management days, Mr. Edwards. Or has he? Not even Uncle wears his ringmaster attire off circus grounds. False pleasantries lead to a factory tour. Mr. Edwards seems bored by these everyday gadgets, almost as bored as me. Until we enter his personal realm, the Circus Mécanique production line. He rambles excitedly. Offers The Voice the exclusive reveal of fame, the biggest Circus Mécanique attraction since Arachnus the Scorpion. Like I give a damn. I ask him about the control specs, their connection to the maddening. Huge surprise, he delays, but there's no way out of this for him. Unless, of course, there is. Zehn sind vier Gegner. Superfähigkeit verfügbar. Alle vier. Ja, weiß ich nicht. 27 Schaden. Es ist wichtiger als die Heilung. Ich weiß es nicht. Hingabeangriff, 14%. Aber das funktioniert eh nicht bei einem Bossgegner. Insofern ist es eigentlich egal. Vielleicht nehme ich den einfach mal mit hier, den Bonusangriff. Nicht viel, aber immerhin. Den Schaden und 27 und das wären 35. Hingabe von Ash verringert sich. Das ist nicht gut. Also nehmen wir den. So viel hat er gar nicht. 90 pro Item. Das ist noch ganz okay. Ah, nee, das Hinterrad 90, vorne hatte 120. Okay. The best tricks hurt. Don't it make you smile? Physischer Angriff. Oder ich buff meine Leute. Die Hingabe von allen um 18%. Aber es ist halt nur ein Zug, aber es ist halt schon auch nicht verkehrt, ne?
Aber der macht 26 Schaden. Damit hätte ich aber den zweiten auch noch nicht durch. Machen wir das mal. Vielleicht kriegen sie dann ihre Boni. Genau, extrovertiert. Okay, aber das eine Teil schon mal. Ich dachte, dass der Schlauch abgeht oder so. Vielleicht, wenn man den ausweichen buff. Nicht anvisierbar. Dann hauen wir ihm halt auf die Fresse. Wieder die Säge ins Gesicht. Ja, hinten geht nicht. Thank you for volunteering. Ich meine, ihr rücken zumindest die hinteren Gegner nicht vor. Das heißt, es könnte dann mitunter noch kritisch werden. Physischer Angriff 26. Das können wir mal machen. Angriff 34 ist erstmal auch nicht verkehrt. Das ist eigentlich besser. Anbrüllen sind sie immun, weil hier ja unsere Nichte auch immer einen Löwen dabei hat. Das kennen sie schon, vom Löwen angebrüllt zu werden. Tauscht den Platz mit einem beliebigen Verbündeten, nimmt bis zur nächsten Runde eine Haltung ein. Chance auf 73%, einen Gegner auf den letzten Platz zu bewegen. Achso, genau, ich muss mit ihm tauschen. Hätte er jetzt nicht die Position tauschen sollen? Egal. Physischer Angriff. Spott verhindert das, okay. Keep your eye on the ball. Bewegt sich an die Front und boostet einen Schaden. Kreativ. Feuerangriff, ohne dass sie selber Hingabe verliert. Okay, da ist ein Hinterteil beschädigt worden. Hingabe von Eugene verringert sich, ist scheiße. Also tauschen wir den Platz mit dem Clown. And now. Dann kann er wieder seinen physischen Angriff machen. Einmal wieder dabei und kriegt direkt hart eingeschenkt. Jetzt hat er zwei Klicks genommen, sonst hätte ich eigentlich den hinteren angreifen wollen, aber egal.
Okay, da kann sie jetzt gar nichts machen. Das heißt, sie sollte vielleicht mal so eine Klorolle nehmen. Sich ein bisschen heilen. Und dann kann sie eins nach hinten gehen. I belong back here. Genau, und er That's not for you. The healing power of laughter. Okay, er kann jetzt den Platz tauschen mit ihr. Now you see me? Now you still do, I suppose. Now you still do, I suppose. Okay. Yefim kann nicht physisch angreifen. Ach so, weil nur noch das Hinterteil angreifbar ist. Das heißt, er muss weiter nach hinten. I know what I'm doing. Sie kann einen Hingabeangriff machen. Die Hingabe bringt mir nichts, aber immerhin macht es auch ein bisschen Schaden. Oh, better hell. Er kann jetzt keinen physischen Angriff machen. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich trinke jetzt mal eine Cola. 77 hat er. Ob das permanent ist oder nicht. Zeug. Noch einen nach hinten. Die funktionieren halt nur auf vordere Ziele. Aber so geht's auch. So, jetzt hat er Thane nicht mehr für seine nächste Show. I've seen people dodge interviews before, Mr. Edwards. But you... A technical malfunction, Amelia. Nothing more. Natürlich. I am every bit as in debt to your companions as you are. I thank you all. You owe me an interview, and soon. I never agree to such a thing. Then agree to it now. Feisty, just like your mother. And Leonidas does always make a convincing argument. Can you make it to our press event at the Waterloo Docks on the 21st? I promise a long, personal, and exclusive sit-down after the event is over. I'm not sure what a promise from you is worth, Mr. Edwards. But yes, we'll see you there. Okay, haben wir auf jeden Fall alle mal schön HP gekriegt. XP natürlich. Oh, was ist denn das? Herstellungskomponente für Mitgliedskarten. Mhm. Zirkusruhm auch ordentlich. Jetzt habe ich schon wieder Schluck auf. Kommt und geht heute. Löwenzähmerin. Extra, extra! Read all about it! Trotz lautem Aufruhr, alles gut im Steam-Hauptquartier. Einwohner Londons, die in der Nähe des Steam-Hauptquartiers wohnen, berichten ungewöhnliche Geräusche, die aus dem Gebäude kamen. Ein Sprecher gibt zu, dass es eine Fehlfunktion gab. Jedoch sei niemand verletzt worden und alles sei wieder unter Kontrolle.
Die Stimme erhielt eine schriftliche Stellungnahme von Steam im Namen von Eli Edwards höchstpersönlich, die besagt, selbst meine Kreationen haben manchmal eine Fehlfunktion. Um ehrlich zu sein, gab es einen ziemlich angsteinflößenden Zwischenfall mit einem Prototypen, jedoch waren zufällig einige bezaubernde Schausteller des Zirkus Elektrik in der Nähe und halfen uns aus. Edwards stellte aber auch eine interessante Frage. Meines Wissens nach fand zu dem Zeitpunkt, als wir diese Fehlfunktion hatten, auch eine Veranstaltung im Zirkus Elektrik statt. Den eigenen Arbeitsplatz zu verlassen, um nach Anbruch der Dunkelheit das Hauptquartier eines Rivalen zu besuchen, ist ein wenig merkwürdig und sie gaben auch keinen guten Grund an, warum sie das taten. Unsere Reporterin Amelia Craig, meine Nichte, wurde nicht erwähnt. Diese war in letzter Zeit viel mit Menschen unterwegs, auf die die Beschreibung von Mr. Edwards passte. Entschuldigen Sie, dass ich hier private Dinge ausbreite. Ich bin einfach sehr besorgt um Sie. Ganz nebenbei hoffe ich, dass dieser Bericht der Stimme eine in Ihren Augen angemessene Qualität besitzt. Wie viele von Ihnen bereits wissen, verwalte ich das Büro nur, denn aufgrund der anhaltenden Situation ist sonst niemand hier. Und ich werde es nicht zulassen, dass die Tageszeitung nicht rausgeht. Phyllis Craig, meine Güte. Schausteller kündigt, Sanjay, nee, wurde rausgeschmissen. Geschäftsbericht, soweit so gut. Gefährliche Bestien, neue Zirkusshow-Vorlage. Amy, your account of what happened at Steam is most troubling. Agreed. A mechanical lion. That's something the Circus Electrique just cannot compete with at the moment. Oh, please go say those words to your staff. It ripped to shreds. Oh, I'm just trying to lighten the mood, ladies and lions. You know it's how I deal with things. All too well. Mr. Edwards is up to something, and I have to see what it is. Surely you don't believe Eli sicked his metal kitty on you on purpose? Ja, ich glaub schon. Maybe, maybe not. But like you said, he's surely up to something. And I'm only going to know for sure by attending his press event. Beasts, freischalten 175 Geld. Alter, na gut, hilft ja nix. 2 Tagen. Was soll das heißen? Ist das eine Show, die nur alle zwei, wo man sie, wenn man sie ansetzt, 2 Kämpfe machen muss, bis sie dann durchgeführt wird? Oder wie soll ich das verstehen? Na gut, ja, wir haben einen Haufen Level-Ups und so, aber das schauen wir dann mal beim nächsten Mal und machen hier erstmal das Episodenende für dieses Mal. Ja, und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin, ciao.